Ja, hallo, mein Name ist Gerrit. Wir sind ja immer auf der Suche nach Problemlösungen. Heute wollen wir euch ein Problem im eigenen Hause zeigen, das wir mit GfK gelöst haben. Das hier ist nicht die schickste Ecke des Betriebes. Wir haben hier ein paar Armaturen, die was mit der Heizung zu tun haben. Wir haben hier unseren Raum, in dem die Ventilatoren drin sind für die Absaugung. Man hat hier relativ wenig Platz. Als wir hier eingezogen sind, hatten wir das Problem, dass an dieser Stelle eine Steigleiter aus Stahl war. Die alte Stahltreppe, die wir hier hatten, war etwas unsicher zu begehen, um es für unsere Mitarbeiter sicher zu machen, um auch hier immer mal wieder hoch und runter zu kommen und das auf sicherem Wege, haben wir uns entschieden, eine Treppe aus glasfaserverstärktem Kunststoff hier einzubauen. Eine Treppe aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist natürlich ein bisschen anders als eine Stahltreppe, ist zwar vergleichbar, aber man muss schon die Materialeigenschaften berücksichtigen. Vergleichbar sind zum Beispiel die Träger. Wir haben hier U-Träger, wir haben Quadratrohre, wir haben I-Profile, Geländerbauteile, ist alles ähnlich wie im Stahlbau, nur vielleicht ein bisschen höher ausgelegt. Bei glasfaserverstärkten Kunststoffprofilen habe ich immer eine höhere Durchbiegung als bei einem Stahlträger, weil aber die Flächenträgheit mit hoch 3 praktisch in die Formel eingeht, muss ich also immer nur etwas höher werden, um gleiche mechanische Kräfte ableiten zu können. Deswegen legen wir eine GfK-Konstruktion immer so auf, dass sie nicht auf Festigkeit berechnet wird. Das passiert zwar auch, aber wichtig ist eher die Durchbiegung, weil bevor ein GfK-Profil kaputt geht, wird es total durchbiegen. Ich kann euch an dieser Treppe mal einige Besonderheiten zeigen, die halt unsere Konstruktionen ausmachen. Wenn ihr euch das anschaut, besteht die Treppe hauptsächlich aus einer Treppenwange. Das ist ein GfK-U-Profil, 200 mm hoch, 80 mm breit und hat eine Wandstärke von 8 mm. Dann sieht man hier die Geländerpfosten, das sind Quadratrohr 60 mit einer entsprechenden Knieleiste und einem entsprechenden Handlaufprofil. Und eine Besonderheit, die wir nachher auch sehen werden, man sieht, das Profil hier ist hier an der Treppe befestigt, aber hier an der Stelle könnt ihr noch sehen, da ist noch ein U150-Profil, was bis auf die andere Seite durchgeht und dann auch nochmal auf dieselbe Art befestigt ist. Und das dient dazu, wenn ich versuche, die Geländer auseinanderzudrücken, habe ich hier halt praktisch einen entsprechenden mechanischen Hebel, der da entgegenwirkt und das macht die ganze Treppe entsprechend sicher. Um den Übergang von der schrägen in die waagerechte hinzukriegen, wo ja die Profile aufeinanderstoßen, arbeiten wir hier mit einer Verbindungsplatte aus GfK. Die ist ein bisschen heller angestrichen, ermöglicht uns, Schrauben vernünftig anzubringen und Lasten richtig zu übertragen. Wie man sieht, die ganze Konstruktion ist auch als Fachwerk ausgeführt. Ich finde hier also mehrere Dreiecke, mit denen ja Lasten vernünftig übertragen werden können und man eine stabile Konstruktion hinkriegt. Hier sieht man auch schön, wie diese Profile hier zusammenlaufen und über das waagerechte U-Profil und Schraubverbindungen miteinander verbunden sind. Dabei ist auch noch wichtig, dass ich bei GfK-Profilen einen höheren Randabstand für die Schraube lassen muss als bei einem Stahlprofil. Immer wenn wir Profile senkrecht miteinander verbinden, was wir hier zum Beispiel haben, ein Quadratrohr verbinden mit einem U-Profil, dann setzen wir an dieser Stelle nicht Winkel aus glasfaserverstärktem Kunststoff ein, sondern Winkel aus Edelstahl. Kurze GfK-Stücke können schneller brechen und wir wollen, dass das Ganze hält. Also an den Stellen setzen wir Edelstahl ein. Ja, an dieser Stelle haben wir hier die tragende Unterkonstruktion für die Plattform, die hier verbunden ist über den Pfosten mit dem Winkel. Der Pfosten hat innen drin einen PE-Kern. Der PE-Kern dient dazu, dass ich die Schraube wirklich fest anknallen kann, ohne das GfK-Profil zu verdrücken. Man sieht hier auch, der hat so eine kleine Aussparung, so eine Anfasung. Wenn also aus irgendeinem Grund mal Wasser da drin steht, Regenwasser, Kondenswasser, kann das immer abtropfen und kann nie dazu führen, dass zum Beispiel im Winter sich da eine Wassersäule bildet, die gefriert und dadurch das Profil zum Platzen bringt. Um das Ganze vernünftig auf dem Boden zu befestigen, arbeiten wir hier mit Pfostenfüßen aus Edelstahl, die praktisch versteckt in dem Profil laufen. Ich tippe mal so irgendwo 20, 25 cm hoch. Und die dann entsprechend mit Schrauben verbunden werden. Die Stufen
bestehen auch aus einem GFK-Gitterrost mit einer verstärkten Antrittskante. Die sind an der Stelle aufgelagert auf einen seitlichen Winkel aus GFK mit entsprechender Wandstärke. Und dann werden die halt entsprechend über Edelstahlbauteile aufgeschraubt. Auch wenn man drüber läuft, hat man an dieser Stelle ein sehr sicheres Gefühl. Schwankt also nicht, es fällt nicht auf, dass es ein Kunststoff ist. Was noch wichtig ist bei den Handläufen, man kann Handläufe an Pfosten auf unterschiedliche Arten verbinden. Man kann sie nieten, man kann sie stiften. Wir stiften hier klassischerweise Handläufe auf den Pfosten drauf. Und wo wir besonderen Augenmerk drauf legen, ist wirklich, dass man hier ein durchgehendes Stück hat und nicht zum Beispiel zwei Stücke von einem Handlauf auf einem Pfosten vernietet. Ist aus unserer Sicht dann entsprechend deutlich stabiler. In diesem Bereich sieht man, dass der Handlauf mehrere Richtungsänderungen hat, wo wir natürlich jedes Mal Gärungsschnitte brauchen. Die Stellen lösen wir so, dass wir hier zum Beispiel ein Verbindungsteil, ein spezielles, was man einstellen kann, eingebaut haben, auch aus GFK. Das ist verstiftet, sieht man hier an den weißen Stellen. Und hier läuft es über Eck. Und um hier nochmal diesen Handlauf sauber anzubinden, haben wir hier noch ein extra Quadratrohr 60 seitlich angeschraubt, damit das Ganze auch eine entsprechende Festigkeit hat. Hier unten haben wir die Fußleiste, dient also dazu, wenn ich einen Hammer liegen habe oder anderes Werkzeug liegen habe, dass ich das nicht aus Versehen runterschubse. Fußleisten bringen wir immer von innen an, kann man sich vorstellen, wenn man hier dagegen tritt, dann drückt halt erstmal das Profil gegen den Pfosten. Und die Lasten werden am besten abgetragen. Also auf eine Besonderheit bei GFK möchte ich noch hinweisen. Wenn ihr einen GFK-Winkel habt und ihr wollt eine Last draufgeben, dann kann ich den einmal so anbauen und hier eine Last draufgeben oder so rum. Man sieht es auch, dass GFK-Winkel auf diese Art befestigt sind. Hat aber einen entscheidenden Nachteil. Wenn ich jetzt hier Last draufgebe, bricht dieser Winkel deutlich schneller, als wenn ich so rum mache. Das hat was zu tun, wie der Mattenverlauf und der Faserverlauf in dem Profil ist. Hat auch sicherlich der Radius hier an dieser Stelle einen Einfluss, aber grundsätzlich ist das zu berücksichtigen. Um es mal zu zeigen, so passiert nicht viel. Wenn ich das Profil allerdings, was man hier schön sehen kann an dem Bruchbild, ist halt, dass der in der Matte gerissen ist. Das kann man sich auch vorstellen. An dieser Stelle wird die Matte gestreckt. Wenn ich es andersrum habe, wird die Matte eher gestaucht. Und dadurch trägt die dann mehr Lasten. Viele solcher Treppen, Treppenanlagen, Leitern, Laufstege stehen auch in Chemieanlagen, haben dort halt den Riesenvorteil, elektrisch nicht leitend, sind korrosionsbeständig. Ich kann die drinnen als auch draußen aufbauen. Und ich habe einen Schutz gegen Säuren und Laugen, wenn ich es richtig auslege. Wir haben eine ähnliche Treppe auch schon mal in einer Raststätte eingebaut, wo halt ein Wasserbecken entsprechend aufgebaut wurde, um Regenwasser aufzufangen. Hatte einfach den Vorteil, man konnte die Bauteile sehr leicht hinbekommen. Die konnten zwei Leute montieren, ohne dass man Kräne oder sonstige Sachen brauchte. Ja, und man hat hinterher eine Treppe, die halt in freier Natur stehen kann und auch witterungsgeschützt ist. Die ältesten Treppen, die wir gebaut haben, die auch heute noch verwendet werden, sind seit 25 Jahren im Einsatz.